Früher habe ich viele Animes geschaut, aber heute lese ich eher Mangas. Genau, du bist genauso wie ich. Der einzige Anime, den ich noch aktiv schaue, ist One Piece. Nee, also selbst den gucke ich nicht mehr. Früher habe ich, ich gehöre zu der Generation RTL 2, nach der Schule RTL 2 gucken, Dragon Ball, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Shin-Chan, manchmal ein bisschen Beyblade, Digimon halt hauptsächlich und so. Die Geschichten, ne, habe ich alle damals geguckt. Hab ich gefeiert, habe ich geguckt. Heutzutage kannst du mich jagen damit. Ich gucke keine Animes mehr. Ich komme da rein, denke mir immer so, ja, ne, muss nicht. Und hau wieder ab. Ne, das ist so nicht mein Ding. Nee, ich komme da nicht mehr. Manga, super. Manga finde ich mega geil, lese ich super gerne. Aber Anime geht gar nicht. Ich kenne Tendo nur noch von seinen Anfängen. Der war noch in Realschule. Oh ja! Ich kenne auch, damals habe ich ihn zuerst geguckt zu Dingszeiten. Donkey Kong Country Returns, das Let's Play. Ach, das ist so legendär. Durch die Toffi habe ich mir eine Switch gekauft. Für dich Alter, wow, echt jetzt? Okay, was stellen wir als nächstes rein? Ich weiß nicht, soll ich im Manga-Bereich jetzt mal ein bisschen weitergehen? Aber gut, nur Bücher ist halt irgendwie auch doof. Ich habe jetzt unten Bücher, ich glaube in diese Reihe hier, in die zweite von unten, würde ich tatsächlich was anderes reinmachen als Bücher. Wenn da oben jetzt zum Beispiel Manga hinkommen, jetzt meine Lieblingsmangas zum Beispiel, könnte ich mir jetzt vorstellen, aber wegen Tovi habe ich kein Leben mehr. Genau, Lenya. Du Konditorin. Du hast doch ein Leben. Du lernst doch jetzt, wie man tolle Torten backt. Das ist seit 2017. Merkt ihr das? Ja, ist ja gut. Okay, ich muss noch einen Schluck trinken. Soll ich nochmal Liegestütze machen? 65, 165 fehlen noch. Du hast Lenjas Leben genommen. Ja, natürlich. Sie hat mich gesehen und sie war total... Oh, da war noch eine Karte drin. Oh, die ist auch cool. Die Dandadan-Karte. Oh Mann, die ist toll. Die will ich auch ausstellen. Die ist super. Guck die mal an hier. Alter, sieht die geil aus. Entschuldigung. Das habe ich jetzt erst gesehen, dass in dem Schuhbar noch eine Karte drin gewesen ist. Die sieht mega geil aus. Die ist ein bisschen überladen. Also, sie wirkt ein bisschen... Für alle, die sie jetzt nicht richtig sehen können, wirkt sie ein bisschen überladen. Aber kleb die Karte doch an die Seite ran. Nee, kleben würde ich da tatsächlich gar nichts, weil das macht es nur kaputt. Aber irgendwas will ich damit machen. Irgendwas will ich damit machen. Durch Toffi habe ich meine Arbeit, also danke dafür. Oh, Leute, ihr seid so lieb heute. Ja, ich habe euch auch lieb. So, warte mal, oder soll ich die da... Nee. Oh, warte mal. Aber das geht nicht, ne? Wenn ich sie jetzt ganz nach hinten stellen würde, würde das noch gehen. Aber jetzt steht es halt voll weit hinten, ne? Jetzt steht es halt voll weit hinten, das gefällt mir nicht so. Nee, ich glaube, das gefällt mir nicht. Fand's vorher besser, ich auch. Ja, ich find's jetzt auch nicht so dolle. Nee. Komm. So. Was würde die Karte machen? Ich könnte die Karte halt hier irgendwo hinmachen oder sowas. Oder hier? Soll ich sie da unten hinmachen? So an die Seite? Das wird tatsächlich gehen. Also da kann ich mit Tesafilm tatsächlich ein kleines bisschen arbeiten. Also kleben im Sinne von... Also an den Schrank kleben finde ich okay. Das geht. Aber an den Schuber kleben will ich auf gar keinen Fall was. Den macht den Schuber kaputt. Das will ich nicht. Dafür sieht er zu schön aus. Ich würde dann tatsächlich eher... Am ehesten würde ich das noch hier hinten hinmachen oder so. Oder halt, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, hier hinten an die Wände da so ein bisschen was. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, das mache ich. Nee, lieber in einen Bilderrahmen und ins Regal stellen. Nee, das finde ich tatsächlich ein bisschen zu aufwendig. Ich glaube, wenn ich jetzt Manga hier drin stehen hätte, dann könnte man am Ende hinten dran vielleicht noch was oben drüber machen, über die Manga.
Das wäre vielleicht auch noch eine Option. Ihr sagt alle Bilderrahmen und hinstellen, ha? Na, ich bin so unsicher. Das, oder über den Schuber an das Bretterkreuz kleben. Also hier meinst du? So dran? Ja, wird auch noch gehen. Also es wäre quasi gehopst wie gesprungen, egal an welcher Stelle man es jetzt hier positionieren würde. Also nicht so, weil dann wird es den Schuber verdecken. Dann eher so. Ja? Oder so halt, ne? Abstimmung. Bilderrahmen nimmt unnötig Platz weg. Ja, sehe ich nämlich auch so. Wird das zum Schluss entscheiden, wenn es gut gefüllt ist. Ja, gut, machen wir das einfach so. Komm, machen wir das ein bisschen im Hintergrund. Lassen wir das einfach von an der Seite. Was nehmen wir denn als nächstes? Von den wichtigen Sachen. Ich habe tatsächlich... das wollte ich noch ausstellen. Warte, das will ich noch ausstellen. Das will ich unbedingt noch ausstellen. Ich sehe schon deinen Sohn, die dann abreißt. Nein, da achte ich jetzt drauf, dass mein Sohn hier nicht reinkommt und die Dinger abreißt. Also bitte, ne? Ich habe tatsächlich da hinten schon einen Schrank stehen. Den könnt ihr jetzt nicht sehen. Den habe ich sogar an der Seite tatsächlich auch schon mit ziemlich vielen Sachen bekleistert, beklebt. Und da hat er auch noch nie was abgerissen, weil ich da schon ein bisschen drauf geachtet habe. Hier in meinem Büro kommt er sowieso nur selten rein. Normalerweise immer nur dann, wenn ich auch dabei bin. Und dann kann ich dann auch aufpassen, dass da nichts passiert, was irgendwie am Ende des Tages zu Schwierigkeiten führt, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, was ich auf jeden Fall auch noch ausstellen will, weil ich es halt noch nicht ausgepackt habe und ich weiß auch nicht, ob ich es auspacken soll. Ich habe halt immer noch das zweite Ding hier. Das zweite Kapitel von Disney Lorcana. Ich habe die immer noch nicht ausgepackt, Leute. Ich würde die wahnsinnig gern auspacken, aber ich habe sie noch nicht ausgepackt und solange sie noch nicht ausgepackt sind, würde ich sie gerne irgendwo hinstellen. Auch das neue Deck da. Sind immer sehr dekorativ. Ja, eben, genau. Und hier auch das Ding hier. Das ist auch vom zweiten Kapitel. Das würde ich tatsächlich auch noch irgendwo hinstellen wollen. Lass zu, wegen Wert. Eigentlich ja schon, ne? Eigentlich könnte man es zulassen. Wobei, lustigerweise... Aber wobei, ich glaube, das wurde... Ich glaube, das wurde tatsächlich von Ding gemacht. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Moppy TV, hallo. Apropos Lokana, wie sieht es mit Ariel aus? Ja, ich weiß, ich vergesse es immer wieder, Ryan. Beziehungsweise, wenn ich mal dran denke, habe ich keine Zeit, mich drum zu kümmern. Ich mache das noch, versprochen. Und zwar bei den Displays wurde kritisiert, dass man hier an den Seiten tatsächlich ein bisschen aufmachen konnte und reingreifen konnte, um quasi dann die einzelnen Booster-Packs rauszuholen, um sie dann irgendwie zu manipulieren und dann wieder reinzustecken oder sowas. Das wurde tatsächlich immer wieder kritisiert. Und jetzt mittlerweile gibt es hier, ich glaube, kann man das einigermaßen sehen, ich glaube, das sieht man, ne? Da gibt es jetzt einen Kleber drauf. Das sieht jetzt ein bisschen billig aus. Sieht aus, als ob das jetzt von dem, wo ich es gekauft habe, einfach draufgeklebt wurde. Kann natürlich auch sein, du weißt es nicht. Vielleicht wurde es manipuliert, einfach wieder zugeklebt und dann passt die Sache. Aber ich glaube, es hat in dem Zusammenhang, wo es halt eben kritisiert worden ist, dass es halt eben an den Seiten zu offen war, gab es halt eben diese Situation, dass man eben jetzt da diesen Kleber drauf gemacht hat, damit das ja nicht nochmal passieren kann. Finde ich ehrlich gesagt eine gute Sache. Bin erstmal raus, Film gucken. Matthias, danke, dass du da warst. Tschüss. Ich muss auch noch einen Film gucken. Auf Disney Plus gibt es jetzt den neuesten Hercule Poirot. Wie heißt er? Hunting in Venice. Spricht man das Venice? Spricht man das nicht so aus im Englischen? Hier. Eine Jagd in Venedig. Hercule Poirot ist halt ein Krimi. Die Krimis von damals, von Agatha Christie. Und ich fand der Tod auf dem Nil fand ich nicht ganz so gut, aber Ding hier, wie heißt's? Mord im Orient Express fand ich mega geil. Fand ich mega gut. So. Talk Toffee to me. Packen wir die hin? Talk Toffee to me. Ich könnte das tatsächlich unten vor die Pokémon-Bücher packen. Die Pokémon-Bücher kann man tatsächlich ziemlich gut noch erkennen, weil die sehr, sehr hoch sind. Und vorne dran kann ich das Lorcana noch packen. Und es würde gerade so reinpassen, dass es nicht Zelda verdeckt. Ich finde das eine super Sache, oder? Es verdeckt gerade so nicht Zelda. Und dann, wenn ich es irgendwann mal auspacke, kann ich es einfach wegnehmen. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee. Oder?
Und was das andere Ding angeht, ja, ich glaube, das stelle ich dann lieber doch nicht aus, ne? Du brauchst ein Regalfach nur für Disney. Ach, Quatsch. Nein, niemals. Da steckt ja jetzt auch Pokémon, Zelda und Cyberpunk drin. Und hier, Final Fantasy und World of Final Fantasy. Steht ja alles mit drin. Deswegen, ich brauche kein einfach separates Regalfach für alles Mögliche da. Das braucht man nicht. Nein, das machen wir nicht. Okay, nee, dann stelle ich das lieber nicht aus. Ich glaube, das lasse ich weg. Mir reicht es, das Display unten stehen zu haben. Weil, da ist... Das mache ich zur Seite hier. Das braucht man nicht. Okay, was haben wir noch? Ding habe ich noch. Warte mal, das sieht aber auch Kim. Das hat auch was mit Lorcaner zu tun. Also ist im Zusammenhang mit Lorcaner und kann man auch ziemlich gut ausstellen, finde ich. Braucht man nicht, sagt er. Und ich habe eine Vitrine für Dr. Who-Zeug. Ich wüsste gar nicht, ich glaube, ich habe gar nicht von den, selbst von den allerwichtigsten Sachen, die ich besitze, habe ich, glaube ich, noch nicht mal so viele Dinge, also von Final Fantasy IX zum Beispiel, mein absolutes Lieblingsspiel, habe ich noch nicht mal so viele Sachen, dass ich sie alle in ein Regal oder einen Schrank kriegen, oder Vitrine oder sonst was kriegen könnte. Voll entsetzt von seiner Antwort, oh mein Gott. Lego Star Wars Vitrine. Das ist aber auch cool. Gerade Lego finde ich mega cool, wenn man das dekorativ ausstellen kann. Finde ich mega geil. Apropos, stimmt. Oh, die sind leider ein bisschen zerdetscht. Die müssen auf jeden Fall auch noch ins Regal. Da war ich mega stolz drauf. Da war ich in Stuttgart. Habe ein Wochenende in Stuttgart verbracht. Wegen irgendwas. Weiß nicht mehr was. Ich muss es aber kurz mal wieder reparieren. Das eine ist nämlich tatsächlich ein bisschen auseinandergegangen. Und da kann man im Stuttgart im Lego-Laden, konnte man sich seine eigenen Lego-Figuren kreieren. Und ich war mega stolz auf meine Kreationen. Die waren so cool, die waren so kreativ. Und deswegen muss ich das jetzt mal ganz kurz hier wieder fixen. So. Ja, ich hoffe, ich kriege das hin. So. Die habe ich immer schön da drinnen behalten. Die werden nicht, dann darf mein Sohn auch nicht spielen, weil ich gesagt habe, sie gehen sonst kaputt. Die hast du schon mal gezeigt. Ja, die sind so cool. Guck mal hier. Das sind die Lego-Figuren, die ich kreiert habe. Guck mal hier, gerade die mittlere, die so kurz vom Kotzen ist, die finde ich super. Oder hier die Eiskönigin in Tod. Ich finde die so cool. Ich hab ganz, ganz tolle Kreationen gemacht. Die müssen auf jeden Fall auch irgendwo hin. Auf die bin ich sehr, sehr stolz. Die müssten tatsächlich irgendwo noch sichtbar sein. Aber die kann ich jetzt halt irgendwie... Ich weiß nicht wo. Einfach Toffee-Style. Ja, es spiegelt meine Seele wieder, definitiv. Soll ich nochmal ein paar Liegestütze machen, wenn ich überlege, wo ich es hinpacke? Aber ich weiß nicht wo. Machen wir es mal zu dem Fragezeichenstapel. Ich glaube, das passt noch nirgendwo hin. Ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen weiter dekorieren, um zu wissen, wo es hingeht. An die Seite. Aber wo denn? Ganz unten an die Seite? Kostet sicher auch 100 Euro, wie alles bei Lego. Nee, das war tatsächlich relativ günstig. Du musst es sogar selber zusammenbasteln. Das haben nicht mal die gemacht. Du hast einen riesengroßen Pott gehabt mit ganz vielen Köpfen und Hosen und sonst was. Und dann hast du es einfach selber zusammengebastelt. Hat nichts gekostet. Hat, glaube ich, nur 10 Euro gekostet, die drei Figuren oder so. Boah. Nochmal Liegestütze. Oh, ich knie die ganze Zeit. Ich merke das richtig. Jetzt geht es mir richtig in die Beine. Oh, oh, oh. Was, es laggt? Nee, das bin ich. Ich bin einfach nur sehr langsam im Liegestütze machen. Hängerchen? Oh, ist da wirklich was passiert? Also bei mir steht nichts. Bitte aktualisieren. Ja, bitte macht das mal. Also ich sehe nichts. Also bei mir müsste eigentlich alles okay sein gerade. Ich bin einfach nur sehr langsam. Es laggt nicht. Ich bin einfach nur ein sehr, sehr langsamer Liegestützenbetreiber. Sind schon Liegestütze passiert? Nee, oder?
Wehe, jetzt kommt mir aber nicht so. Von wegen, ja, Toffi, du hast jetzt gerade, du hast gerade gelaggt, du hast gar keine Liegestütze gemacht. Mach jetzt bitte nochmal alle von vorne. Ja, eben, von wegen, am Arsch da oben. Nee. Das, so weit geht's nicht, ne? So weit gibt's nicht. Kannst du uns eigentlich mal die Stelle zeigen, wo du damals um Hilfe gerufen hast? Nee, die ist da hinten, hinter der Softbox. Das kann ich euch nicht zeigen, weil da kam ich mit der Kamera nicht hin. So, jetzt wollte ich noch mal was anderes holen. Warte mal. Ach, stimmt. Den wollte ich noch holen. Der wurde auch schon oftmals gefragt. Da wurde noch mal oftmals angefragt, ob ich den nicht auch noch mal zeigen könnte. Und tatsächlich kann ich ihn jetzt endlich zeigen. Unser schöner Wackelpapst. Warte, Kopf, muss zu mir, so? Fiel mir gerade ein, als der Stream weg war, ja, das war mega krank. Das war mega doof. Guck mal, da ist sogar noch... Da unten liegt sogar noch der Stab, mit dem mein Sohn gespielt hat. Alter, mittlerweile auch echt... Mein Sohn darf mit den Sachen einfach nicht mehr spielen, die sind alle kaputt. Der muss auf jeden Fall auch noch irgendwo hin. Da ist er endlich. Ich habe schon zweimal nachgefragt. Ja, Lauri, siehst du, da ist er hier. Wackelpapst. Mit seinem Stab. Der muss auf jeden Fall auch noch irgendwo hin. Soll der vor die Dandadan-Statue? Statue. Vor den Schuber? Soll ich das so hinstellen? Kann man jetzt nicht richtig erkennen, ne? Bei Dandadan geht es ja um Geister. Und um Aliens. Um Geister und Aliens. Und wenn ich jetzt den Papst da vorne dran stelle... Dann kann der ja dafür sorgen, dass da nichts passiert, ne? Direkt in die goldene Mitte. Genau, so mitten präsent und nichts drumherum. Nur das in ein Regalfach. Das wäre super. Das wäre mega toll. Oh Gott. Ich kenne viele bei Get Next. Die ganze Schreine von Blut und Engel, She Hates Emotions und Chris Pohl, der Bands gegründet hat. Er hatte vorher viele andere Projekte, voll mit CDs, Merch, Autogramm von dem. Wow. Ja gut, jedem das seine, ne? Also ich bin ja eher so ein bisschen, ich sammle so das, was irgendwie so gerade mir in die Finger kommt. Nichts von einem speziell, sondern eher alles das, was mir irgendwie so in die Finger kommt und was ich cool finde. Ne? Neben Zelda. Nein, nee, oder? Nee. Ich finde, da geht er irgendwie voll unter. Ich finde ihn tatsächlich irgendwie hier neben der Darm-Darm-Statue finde ich ihn irgendwie ganz cool. Sag mal Statue. Da, Schubermann. So, was ich auch euch... Ach, und stimmt hier. Unsere schöne Tomorrowland-Box. Die muss auch noch auf jeden Fall ziemlich präsent irgendwo hin. Ganz unten würde ich sie tatsächlich nicht platzieren, weil das wäre zu schrecklich. Die ist so schön, die muss irgendwo oben hin. Ich platziere sie erstmal vorübergehend erstmal hier. Ich mache sie erstmal dahin und die kommt aber vielleicht später noch an einen anderen Platz. Aber sie muss auf jeden Fall hochpräsent irgendwo sein, weil die so schön ist. Die muss irgendwo hin. Der macht sehr gute Musik und ist mittlerweile seit 30 Jahren. Wow, so lang schon? Wow. Ich kann nicht schlafen, wenn ein Regal leer ist. Ich sehe es ja nicht. Ich schlafe ja hier nicht. Deswegen ist es mir ehrlich gesagt so ein bisschen Wurst. Genau. Nächstes, was ich euch unbedingt zeigen möchte, da können wir wahrscheinlich nicht alles aufstellen, aber zu meinem Lieblingsmanga habe ich tatsächlich mal eine große Tüte gekauft mit viel Merch-Zeugs drin. Und da möchte ich tatsächlich ein bisschen was ausstellen, aber alles kann ich nicht ausstellen tatsächlich. Bist du heute noch fertig? Nee. Alles werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Vor allem, weil ja noch ein Regal kommt. Wir machen das Ganze gerne nochmal, wenn ihr wollt, mit noch einem Regal. Weil hier, da wo das andere schwarze Regal steht, da kommt auf jeden Fall auch nochmal so ein ähnliches hier, beziehungsweise so das gleiche, nur in kleiner. In zwei Stufen kleiner kommt es nochmal. Hitty Pacific, hallo! Ich hoffe, jetzt habe ich alles davon. Uah.
Frage, Toff, wieso so viel Regalplatz, wenn das andere Regal auch fast leer ist? Wo bunkerst du das ganze Zeug, was da rein soll? Teilweise bunker ich es tatsächlich irgendwo in irgendwelchen Schubladen, wo ich es nie wieder rauskrame. Die ganzen Amiibo-Figuren sind unter meinem Schreibtisch in so einer Kiste gelagert, weil ich einfach keinen Platz dafür hatte. Deswegen will ich jetzt unbedingt mal wieder so ein großes Regal haben, damit da ordentlich was reinpasst, ne? Was ist eigentlich im Regal rechts drin? Ja, das können wir nach und nach auch rüberpacken. Aber jetzt geht's erstmal um diese tolle Tüte hier. Von meinem Lieblingsmanga. Kann man das sehen? Hier. Mein Schulgeist Hanako. Mein Lieblingsmanga, den das da draußen gibt. Ich finde den so toll. Und das andere Bild auf der anderen Seite ist auch toll. So. Und ich glaube, ich wäre so weit, dass ich diese Tüte... Was ist denn da eigentlich drin? Ist da noch was drin? Ah, da ist nur ein Zettel drin. Ja, gut. Die ist aber leer. Die ist, Nanakisu. Hallo. Habe ich es richtig ausgesprochen? Hanako. Ja, Hanako. Es ist so cool. Ich liebe Hanako. Ich finde, mein Schulgeist Hanako ist sowas von geil. Ich finde diese Tüte einfach mega cool, dass die ganz oben hinkommt. Ich finde die so toll, die muss auf jeden Fall ganz, ganz nach oben, weil die nimmt zu viel Platz weg, die kann hier in so ein Regalfach nicht rein, aber die kommt ganz, ganz, ganz nach oben und sieht da richtig stylisch aus, da bin ich mir sicher. Und ich finde das dann einfach ganz, ganz toll, dass sie da oben ist. Die wird nicht kaputt gemacht, die wird so behalten, wie sie ist. Genau, die ist echt schick. Einfach oben drauf. Ja, eben, finde ich auch. Die muss ganz nach oben. Danke nochmal für die Erwähnung im Podcast. Ich bin Erika. Wusste ich, Lilly Pacific, dass du Erika bist. Und sehr, sehr gerne, natürlich. Mache ich sehr, sehr gerne. Ich bin nur unsicher, welches Bild ich nehme. Nehme ich das hier, wo sie so ein bisschen weint? Aber ich glaube, ich nehme eher das da. Ich finde das schön. Ich finde das ein Ticken schöner als das andere. Wo gab es die tolle Tüte? Die gab es tatsächlich bei einer Messe. Das war die Comic-Con, die in Freiburg, im Breisgau gewesen ist. Und die ist ja nur einmal im Jahr. Und eben, das ist halt tatsächlich ein Messe-Ding gewesen. Und ich weiß nicht, wo du die jetzt so herkriegen kannst, außer auf Messen, weiß ich nicht. Genau, das mit blauem Hintergrund ist schöner. Finde ich nämlich auch. Ich finde das auch ganz cool. Okay, die kommt ganz oben drauf. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, weil die Kamera nicht hochgeht. Aber ihr könnt es später sehen, wenn wir dann das ganze Regal mal fertig eingeräumt haben und dann zeigen, ne? So, ich bin zufrieden. eBay vielleicht. Ja, wenn dann vielleicht bei eBay. Ja, genau. Und innen drin war auf jeden Fall ganz, ganz viel Zeug. Das war eine Tüte voller Merchandise-Artikel. Und ja, ich bin mir unsicher, was die Merchandise... Ich habe sie tatsächlich teilweise noch nicht mal ausgepackt. Ich glaube, das ist was zum Ausmalen. Ich glaube, das ist eine große, große Ding hier. Große Bildersammlung zum Ausmalen. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, was man tatsächlich ziemlich gut ausstellen könnte, wenn man es jetzt ein bisschen gebastelt bekommt. Von den ganzen Sachen war ich jetzt nicht so mega überzeugt. Hier gibt es noch ein paar Buttons. Die kann man ja irgendwie an eine Tasche packen oder sowas. Also das, oder einen Rucksack oder sowas. Kannst du die Buttons ja dran klatschen. Ich bin neidisch. Oh, es tut mir leid, aber ich finde die voll geil. Ich bin wieder raus. Wann bist du wieder live, Toffi? Sassi, am Montag. Am Montag um 17 Uhr ist der nächste Stream geplant. Und dann gibt es noch einen Spontan-Stream nächste Woche. Den kann ich allerdings noch nicht fixieren. Aber am Montag gibt es auf jeden Fall einen. Danke, dass du da warst. Dann gibt es hier noch so ein... Ja, wie gesagt, das sind dann so ein paar Kleinigkeiten. Hier so ein Lineal mit Hanako. Das sind ganz, ganz süße kleine Sachen. Aber jetzt nichts, was ich jetzt unbedingt ausstellen müsste. Am ehesten noch die hier. Die kann man tatsächlich irgendwie so ein kleines bisschen... Ich glaube, man kann sie irgendwie ausstellen. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Magneten sind oder sowas. Also, die sind zwar beidseitig, also von beiden Seiten. Ob man die irgendwo ausstellen kann, ich weiß es nicht. Mein Internet ist ein bisschen, aber ich sah Hanako-kun. Ja, genau, Hanako. Ja, das ist so cool. Ich mag Hanako. Ich finde Hanako so toll. Lesezeichen? Sind es Lesezeichen? Echt jetzt? Also, ich wüsste nicht, können das Lesezeichen sein? Ich kenne mich damit nicht aus. Aber wenn, die kann man auch ausstellen wahrscheinlich, oder? Dann gibt es hier noch ein paar, ich glaube, das sind Tattoos, also wirklich Haut-Tattoos. So, sieht zumindest so aus, als wären es Haut-Tattoos. Mit sowas kann ich ja eigentlich nichts anfangen. Ich fand die Tüte halt einfach so geil, deswegen wollte ich sie haben. Für den Inhalt, hier gibt es noch einen Schlüsselanhänger, den finde ich eigentlich ganz, ganz niedlich. Mit eines der sieben Legendengeister. Ja.
Was, hat dir eigentlich schon jemand was zugeschickt in dein neues Postfach? Nee, bis jetzt noch nicht. Aber ihr müsst euch auch, müsst auch nicht, ist alles gut. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun sollte, dass es mich verrückt macht gerade. Ich meine, mein Gewissen sagt, ich sollte mich weiter um meine Projekte und die Bachelorarbeit kümmern, aber ich will seit Tagen einfach mal wieder entspannt was zocken, kann mich aber auch nicht entscheiden, was... Ja, Entschuldigung, muss husten. Das ist manchmal ein bisschen eine Zwickmühle. Du musst für dich, was ich zum Beispiel auch gemacht habe immer, wenn ich in so einer Zwickmühle bin, ich setze mir tatsächlich immer so ein Belohnungssystem. Manchmal gehe ich hin und sage, wenn ich mich einfach nicht entscheiden kann, dann mache ich eine Stunde oder ein gewisses Ziel. Zum Beispiel, wenn du lernen willst, eine Stunde lernen oder halt eine Stunde an etwas arbeiten und zwar intensivst, auch wirklich konzentriert darauf. Und dann belohnst du dich danach mit etwas, was du halt eben unbedingt machen wolltest. Das so funktioniert bei mir manchmal. Und manchmal bin ich sogar so motiviert, dass ich sage, nach der Stunde, die ich dann eben vorgeplant habe und machen wollte, dass ich tatsächlich sogar noch weitermache, weil ich gesagt habe, komm, jetzt hast du die Stunde geschafft, jetzt schaffst du auch noch eine halbe dazu. Und dann geht es immer so weiter, weißt du? Aber nimm dir erstmal einen gewissen Schritt vor, einen gewissen Punkt, oder wenn du zum Beispiel an einer Bachelorarbeit arbeitest, irgendwie, keine Ahnung, Korrektur lesen von einem gewissen Kapitel oder den Inhalt, die Inhaltszusammenfassung, die du zuerst erstellen willst, bevor du das Kapitel ausarbeitest, nimmst du dir das einfach mal als schrittweise Häppchenziele vor und wenn du das dann geschafft hast, sagst du, okay, mache ich jetzt noch ein Häppchen oder eben nicht. Dankeschön an Theoretisch. Mega geiler Name. Dankeschön für den Follow.